Wir begrüßen euch herzlich zu dieser Sitzung mit uns, zu dieser Begegnung mit dem Allganzen und dem Höheren und dem Allwissenden und dem Grenzenlosen. Gerne geben wir euch noch einmal Orientierung und Auskunft zu dem, was bei euch auf der Erde in diesem Jahr passiert, zum aktuellen Zeitgeschehen und zu dem, was sich innerlich und äußerlich in eurer Welt bewegt. Die Bewegungen, durch die ihr durchgeht, als Individuum und auch kollektiv, sind Bewegungen einer großen Transformation und Schwingungsanhebung, die dazu führt, dass all das, was ist, wie durch ein Vergrößerungsglas deutlich sichtbar ist, präsent wird, an die Oberfläche gespült wird und man wie durch ein Kontrastmittel Dinge, die lange Zeit unter der Oberfläche schwelten oder arbeiteten, plötzlich erkennen kann in einer Deutlichkeit, die es früher nicht gab, und die dazu dient, hinzuschauen, was ist, was mit jedem selbst ist und mit der Welt, und auch was bleiben soll, was geschehen mag. Was gut ist und was überholt und zurückgelassen werden kann und sollte. Diese Bewegung, durch die ihr im Kollektiv jetzt geht, in einer bisher nie dagewesenen globalen synchronen Bewegung von großer Intensität und Tragweite, ist eine Bewegung des Inneren, die sich im Äußeren nicht nur spiegelt, sondern die im Äußeren auch hervorhebt, was ist und war. Was kommen soll, und was fehlt und vermisst wird. Die Klarheit, mit der aktuell durch die neuen Schwingungen, die sich auf eurem Planeten etablieren und einschwingen, in eurer Welt bewirkt, dass Verborgenes nun sichtbar ist oder sichtbarer, leichter sichtbar als zuvor, was mit einer Klarheit und Präsenz, ihr euch selbst und eure Umwelt beobachten könnt, führt dazu, dass ihr das Bedürfnis entwickelt, für euch klar zu sein, was für euch wichtig ist und wohin ihr gehen wollt und wie ihr euer Leben leben wollt. Was für euch wichtig ist, und was ihr wirklich braucht.
Natürlich muss dies jeder Mensch für sich entscheiden und durchleben. Aber allgemein kann gesagt werden, dass die Entwicklung hingeht zu einer größeren Freude und Leichtigkeit, zu einer größeren Verbundenheit und Lebendigkeit, zu einem größeren Bewusstsein von Menschlichkeit und Berührtsein über das, was ist und sein will. Eine Authentizität und Ehrlichkeit. Die echte Begegnungen sowohl mit euch selbst als auch mit euren Mitmenschen ermöglicht und unterstützt. All dies klingt nach sehr abstrakten und allgemeinen Konzepten und Ideen. Aber dies wird sich alles auch konkret umsetzen. Und die Reibungen, die ihr jetzt beobachtet, in diesem Wandlungsprozess, in dieser Zeit der Modifikation und Transformation von alten, vorhandenen und bewährten, aber nicht mehr aktuellen Strukturen hin zu einem neuen Ordnung und einer neuen Lebendigkeit, die angemessener das spiegelt, was jetzt sein will, sein kommt und sein möchte. Eine größere Fokussierung auf das Menschsein und die Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Da es hier um eine globale Transformation geht, kann nur in so allgemeinen Kategorien und Begriffen gesprochen werden, aber für jedes Individuum drückt sich dies konkret und im individuellen Leben auch sehr lebendig und direkt aus. Entweder die Präsenz von dem, was sein soll und wo die Sehnsucht hin zeigt, oder der Mangel von dem, was so dringend ersehnt wird und gewünscht wird für die weitere Entwicklung und die Bedürfnisse des Menschseins und der Seele. Und aus seelischer Sicht macht die Präsenz oder der Mangel von dem Ersehnten keinen Unterschied. Denn was zählt, ist die Beschäftigung damit, die Auseinandersetzung und die Interaktion mit diesen Themen, Sehnsüchten und Wünschen. Es ist eine globale Neugestaltung eurer Strukturen und Gesellschaft, eurer Mitmenschlichkeit, eurer Staaten und Finanzen und Wirtschaften und überhaupt des Miteinanderseins und Miteinanderlebens auf diesem Planeten.
eine Beschäftigung und Aktivierung des Bewusstseins. Der des Grundsätzlichen der menschlichen Existenz, an den Bedürfnissen, Sehnsuchten und Wünschen. Wenn ihr euch also etwas Gutes tun wollt in diesen Zeiten, so seid erst einmal nachsichtig mit euch und den Herausforderungen und Anstrengungen, die diese Zeit, in der ihr lebt, für euer System, euer Körper, Geist und eure Psyche mit sich bringen. Seid nachsichtig und liebevoll mit euch selbst und den Anstrengungen und Erschöpftheiten, die in euch entstehen durch die innere und intensive Bewegung von Energien und Anpassungen, neue Schwingungen, Sichten, Sieben und Ablegen alter Energien und Strukturen und die Öffnung für das Neue, das Raumschaffen für neue Strukturen und Formen. So dann könnt ihr euch damit auseinandersetzen, was euch wirklich wichtig ist und was ihr euch wünscht. Was ist für euch individuell wesentlich? Was ist von Bedeutung, von großer Bedeutung und Wichtigkeit? Was wünscht ihr euch? Wonach sehnt ihr euch hier auf dieser Erde, hier in diesem Leben, hier in dieser Zeit und in diesen Strukturen, in denen ihr lebt? Auf der Plattform der Entwicklung des zwischenmenschlichen, technischen, gesellschaftlichen, sozialen und gesunden, natürlichen und künstlichen, was der Mensch bis hierher geschaffen hat und vorfindet. Was wünscht ihr euch? Wie wollt ihr weitergehen und sein mit euch und mit euren Mitmenschen? Wenn es euch Freude macht, nehmt euch dafür ruhig einmal 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit. Setzt euch hin in die Stille. Schaut in euch, in eurer Welt, in eurer Umgebung und überlegt, was euch wirklich wesentlich ist und wovon ihr gerne mehr möchtet. Was ist das Mehr, das ihr euch ersehnt vom Leben?
Oder anders gesagt, wohin soll es gehen, wohin soll es sich ausweiten, eure individuelle Existenz? So dann werdet ihr Orientierung bekommen, größere Klarheit erhalten und leichter weitergehen und vorwärts gehen können mit der Entwicklung, die aktuell stattfindet, in euch und um euch herum. Auch könnt ihr mit euren Mitmenschen darüber sprechen, wie es ihnen geht, was sie zurücklassen wollen und wofür sie sich öffnen wollen, welche Visionen sie haben für das nächste Jahr oder die nächste Zeit. Der echte Austausch, jetzt zugewandt sein zum Gegenüber, zum Menschen, und zu euch selbst ist es, was euch aktuell hilft und weiterbringt. Suchen, finden und reflektieren oder betrachten dessen, was wesentlich ist und was ihr mit eurer individuellen Energie und eurem individuellen Bewusstseinskraft unterstützen möchtet. Wir können euch diese Aufgaben nicht abnehmen, denn ihr seid Teil dieser Bewegung, dieser Wandlungsphase, dieser Transformationsenergie. Ihr seid Teil der schöpferischen Kraft, die diese neue Zeit begleitet und kreiert. Und ihr schafft mit eurem Dasein und Leben Fakten, Sehnsüchte und zieht an, was ihr euch wünscht und braucht, kreiert sozusagen die Zukunft, die euch begegnen wird. Ihr habt die Wahl, dies bewusst zu tun, oder unbewusst, aber ihr habt nicht die Wahl, nicht daran teilzunehmen. Denn ihr seid Teil dieses Prozesses. Und so wie ihr mit euch umgeht, so geht ihr auch mit euren Mitmenschen um. Im Guten wie im Schlechten entstehen dadurch weitere Klarheit, Sehnsüchte, Wunsch nach Veränderung und Verbesserung oder der Wunsch nach Ausweitung
und Erweiterung von Dingen, Energien und Situationen, die euch gut tun und die ihr gerne unterstützen wollt und wovon ihr euch mehr ersehnt. Mehr an Qualität und mehr an Quantität. Es ist nicht notwendig, alles immer in voller Bewusstheit zu erleben. Ihr leistet euren Beitrag zu dieser Zeit und dieser Veränderung auch unbewusst. Einfach durch euer Sein, durch euer Leben und die Erfahrungen und Reaktionen auf die Erfahrungen, die ihr in diesen Zeiten macht. Aber je mehr es euch gelingt, bewusst hinzuschauen, was ist, bewusst hinzuschauen, was in euch und in eurer Umgebung stattfindet, Verständnis aufzubringen für das, was passiert, Unverständnis entweder in Verständnis zu transformieren oder einfach als Unverständnis stehen und sein lassen können. All dies wird durch einen bewussten Umgang für euch einfacher, entspannter und leichter. Das sich hingeben, mitschwingen und mitfließen in diesem globalen Wandlungsprozess wird für euch leichter und einfacher. Wenn ihr euch entschließt und es euch gelingt, dies immer wieder einmal bewusst zu betrachten, bewusst einerseits Abstand zu finden von dem, was ihr nicht mehr wollt, und wogegen ihr Widerstand aufbaut, aber auch Abstand zu nehmen von dem, was ihr euch ersehnt und wo ihr gerne hin wollt. Und Frieden zu finden mit dem, was ist, was sich in beständigem Wandel befindet, was sich in einer Übergangsphase befindet, die mit Verwirrung, mit dem Gefühl von Unverständnis, Sinnlosigkeit und Zweifel oder Ratlosigkeit verbunden ist. Das Ja sagen zu dem, was jetzt ist, was eine Übergangsphase ist, die euch verwirrt, bewegt, anregt und weiterbringt im Sinne einer Entwicklung und eines Aufkommens von Sehnsüchten und von Bedürfnissen zur Veränderung und zum Loslassen als nicht mehr passend empfundener Situationen und Strukturen.
All dies bringt euch weiter zu euch, bringt euch weiter zu einem Annehmen, zu einer Akzeptanz, dass das, was jetzt ist, so auch sein darf in seiner vollumfänglichen Vielfalt und Widersprüchlichkeit, in seinem Konfliktpotenzial, in seiner Reibung, in seinem so unterschiedlichen Realitäten und individuellen Lebenskonzepten und Standpunkten, die immer mehr auseinanderdriften in extremere Bereiche sich entwickeln, sich entfremden, individualisieren, trennen und in die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und eigenen Konzepten bewegen und dort münden. Dieses Auseinanderdriften und dieser Verlust der verbindenden Energien und der scheinbaren Einheit und Verbundenheit unter den Menschen. Führt gerade dazu, dass die individuelle Beschäftigung mit diesen sich wandelnden Grundenergien in eurem System und eurer Welt Bewegung aufnehmen kann und jeder einzelne Mensch und jede einzelne Seele zu dem Wachstumspotenzial und Wachstumsimpulsen kommt und diese für sich erhält, dass global gesehen jeder an dieser sich wandelnden Zeitqualität teilnehmen kann in einem kreativen Schöpfungsakt der Neugestaltung eurer Umstände und Wirklichkeitsstrukturen. Je mehr es euch also gelingt, mit eurem individuellen Leben in Frieden zu sein, und von dem Bedürfnis loslassen zu können, dass ihr euch mit der Welt und den Individuen, die mit euch diesen Planeten bevölkern, verbunden fühlt. Je mehr ihr eure Verbundenheit mit dem Seelischen und der Transformationsenergie, in der ihr aktuell schwimmt, aufbaut und bewusst wahrnimmt, desto mehr Frieden werdet ihr finden mit dem, was ihr in diesen Zeiten beobachten könnt, mit der Vereinzelung, mit den Konflikten, mit den Eskalationen, mit den Reibungen, mit den unterschiedlichen und nicht vereinbaren Positionen und Meinungen und Haltungen. Jeder versucht sich so gut er kann, an der individuellen Orientierung seines seelischen Wachstums festzuhalten und Strukturen zu finden, die
für ihn stimmig sind im Weitergehen in dieser Zeit, aber auch in dieser Übergangsphase der Verwirrung und des Wandels, die ihm dann individuell Halt und Sicherheit geben können. Und die sieht eben für jeden Menschen anders aus. Hier bricht nichts auseinander, was nicht wieder zusammenfinden kann. Hier bricht nichts auseinander, was unzerstörbar ist. Hier finden sich einfach neue Strukturen und Altes bricht los, führt sich ad absurdum oder reibt sich auf in Sinnlosigkeit und Haltlosigkeit, in einer scheinbaren Sicherheit, die sich aus sich selbst heraus auflöst und Raum schafft für die Leere, für das Neue, für Verwirrung. Wandlung, Entwicklung und einen Neubeginn und eine Verstärkung von Sehnsüchten, Wünschen und Formen der Mitmenschlichkeit und des Miteinanderseins auf eurem Planeten. Wir sind guter Dinge, dass wir euch heute etwas mehr Verständnis und Entspannung für das mitgeben konnten, was in eurer Zeit aktuell passiert, dass wir euch Worte und Energien schenken durften, die es euch ermöglichten, in größerem Frieden zu sein mit dem, was in eurem individuellen Leben passiert, was mit euren Beziehungen und Bindungen zu euren Mitmenschen passiert, was in euch und in euren Mitmenschen passiert, was ihr vielleicht nicht verstehen, annehmen oder in Frieden mit sein konntet, aber wofür ihr immer mehr Verständnis und liebevolles Bewusstsein aufbringen könnt, wenn ihr innehaltet und darüber nachdenkt und den Gedanken und die Erkenntnisse an euch herankommen lasst, dass jeder seinen individuellen Weg suchen und finden muss. Und dass dieser Weg für jeden Menschen, gerade in so herausfordernden, verwirrenden und neu sich orientierenden Zeiten wie jetzt individuell aussieht, individuell gesucht und gefunden werden muss und es zuerst einmal zu einer großen Fragmentierung und einer Auflösungs- und einer
Energie des Nicht-Begreifen- und Fassen-Könnens führen muss, ehe sich dann auf dieser Plattform des Neubeginns und diesen Energien des Raumschaffens für die Lehre und das Neue ein frisches und angemessenes Miteinander finden kann in Strukturen und Formen, die für die neuen Schwingungen und für das neue Bewusstsein und den neuen Bedürfnissen nach Lebendigkeit und Lebensqualität und Freude sich finden kann und ausgestaltet. Nehmt also diese versöhnlichen, heilenden Worte in eure individuelle Realität mit hinein, die im Kern das Folgende sagen: Alles, was ist, dient euch. Nicht in einem intellektuellen Sinne, sondern in einem tiefgreifenden seelischen Sinne. Alles, was ist, bringt euch zu dem, was ihr wirklich seid und wollt. Alles darf sein. Nichts ist gerade in solchen Wandlungszeiten verkehrt, falsch, unnötig oder fehl am Platz, sinnlos oder überflüssig. All die Vielfalt, all das, was sich jetzt zeigt, ist eine Reflexion und ein Ausdruck dessen, was möglich ist und was für diese Wandlung, in der ihr seid, stimmig und unterstützend ist. Lasst jedem Individuum seinen individuellen Umgang mit dieser Herausforderung. Lasst jedem Menschen seinen eigenen Entscheidungen treffen, ob sie ihm nun direkt dienen oder erst einmal schaden. In allen Fällen führen sie zu einer Erkenntnis, die dient und die euch dann wirklich weiterbringt. Nicht das sture Steuern in die richtige Richtung ist es, worum es aktuell geht, sondern das individuelle Suchen und Finden dessen, was euer innerer Kern eurer Existenz ist, was euch ausmacht und was das Menschsein auf diesem Planeten
lebenswert. Und erfüllend macht. In diesem Zustand überlassen wir euch nun dieser weiteren Entwicklung und freuen uns und bedanken uns bei euch, dass ihr diese Erkenntnisreise mit uns gemacht habt.